Ja, willkommen zum ersten Vlog der Sommertour-Reihe hier aus momentan noch Italien, eigentlich Frankreich. Auf Franzi müsst ihr jetzt leider in den nächsten Videos ein bisschen verzichten. Ich bin mit dem Kumpel unterwegs, weil hier wird halt echt viel gecountet, was nicht wirklich massenkompatibel ist. Heute starten wir mit ein paar Alpine Coastern und fahren dann runter in den Süden Frankreichs, wo wir dann so ein paar Lunaparks mitnehmen. Die Tour ist ein bisschen Freestyle aufgebaut. Ja, wir beginnen mit dem Bardonegia Alpine Coaster, direkt an der französischen Grenze. Haben gerade schon den größten Abzug hinter uns gehabt, 36 Euro für eine Tunneldurchfahrt als Maut. Ziemlich heftig. Ja, was hier zu erleben gibt und wie der Alpine aussieht, seht ihr jetzt gleich in einem Onride. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Vlog-Reihe und dem heutigen Vlog hier von den ganzen Alpine Coastern und den Lunaparks. Ja, CC plus 1, aber wirklich vom Hocker gerissen habe ich die Bahn jetzt nicht, weil du kommst erst nicht in die Pötte und dann hast du ein paar coole Kurven dabei, aber ja, da gibt es schönere Alpines. Das Einzige, was hier so ein bisschen überzeugt, ist die landschaftliche Kulisse, weil Berge sind wirklich nice anzuschauen. Und er war sogar ein bisschen thematisiert, es gab ein schönes Dino-Theming, das muss man lassen, aber mehr als 6 Euro war er dann auch nicht wert. Ja, wir fahren dann mal weiter, halbe Stunde haben wir zum nächsten Alpine und dann geht es mit den französischen Bahnen weiter. Von daher bis gleich. Ja, am nächsten Coaster angekommen, dem Luche Monti, auf dem Mont Genevese oder Genfer Berg, wie man auch so schön in Deutsch sagen könnte. Haben jetzt 12,50 Euro bezahlt, müssen, glaube ich, einmal mit der Seilbahn hochfahren. Sowas mag ich ja persönlich immer, ja, zumindest wegen der Aussicht. Schluckt halt ein bisschen Zeit. Wir fahren jetzt mal fix hoch und dann nehmen wir diese wunderschöne Brandauer Anlage mit. Ja, bei bestem Wetter im herrlichen Frankreich, ne? Thank you.
Ja, haben wir den auch mitgenommen. Das war jetzt mal wieder eine Hausnummer. Brandauer fetzt halt deutlich mehr als Wiegand. Ihr habt es ja im Video gerade gesehen, da sind Kurven drin gewesen und steile Abhänge. Also es war wirklich krass. Die Fahrt war auch relativ lang, würde ich sagen. Also es ging jetzt, glaube ich, 5 Minuten, würde ich sagen. Also mit allem Zip und Zap. Für 12,50 kann man da nicht meckern. Und schön in den Berg reingezimmert. Also macht Spaß. Könnte man auch nochmal fahren, aber ja. Keine Lust jetzt nochmal hochzufahren. Deswegen fahren wir jetzt lieber zum nächsten weiter und counten den nächsten französischen Alpine-Liga. Ja, Stunde 30 später, heftige Strecke. Also bin froh, dass ich nur Beifahrer war und filmen konnte, weil das war echt filmenswert. Da oben standen überall Menschen, die Fotos verkauft haben von irgendwelchen Panorama-Pictures. Also kannst dich schön hinstellen und für teuer Geld dein Foto kaufen. Aber wir sind angekommen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch 20 Minuten warten, weil wenn ich es richtig gelesen habe im Netz, haben diese Alpine Coaster zwischen 12 und 13.30 Uhr Mittagspause. Wir haben es jetzt gerade 13.10 Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt mal fix vor, gucken, ob ich recht habe und hoffen, dass der Count dann doch auf ist, weil Lost Count wäre ärgerlich, vor allem nach der Fahrt. Les gens nous regardent en train de crier. On est heureux. Les cheveux dans le vent, les bras déployés. On veut voler. Am nächsten Alpha mitgenommen. Fragt mich jetzt nicht, wie das Ding heißt. Moment. Luge Marlin Sensation. Also, den Luge Marlin Sensation mitgenommen. War die Nummer 2 heute, würde ich sagen. Also, fand den wir davor gemacht haben, deutlich besser, aber war auch Brandauer. Aber im Gegensatz zum ersten halt morgen eine deutliche Steigerung. Und wir haben jetzt 7,50 Euro, meine ich, bezahlt. Waren es 7,50? Es waren 7,50 Euro. Ja, pünktlich um 13.30 Uhr wurde mal hochgelassen, also wirklich bombastisch. Waren auch gleich die ersten, die gefahren sind, dementsprechend auch keine Bremser vor uns. Das Bremsen hat die Anlage aber selber hinbekommen, weil der war leicht gebremst, aber macht nichts, war trotzdem lustig. Nächster Alpine ist, glaube ich, 45 Minuten weg von hier. Joa, nehmen wir den auch noch mit. Und kommen eigentlich ganz gut durch. Aber gut, wir sind auch seit heute Nacht um 1 Uhr, nee, seit heute Nacht um 23.30 Uhr unterwegs. Ich sogar seit letzter Nacht um 20.45 Uhr. Meine Güte, völlig übermüdet. Ich hoffe, man merkt es nicht. In diesem Sinne, bis gleich vom nächsten Alpine. I
Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Wir haben zwischenzeitlich auch noch zwei andere Alpines mitgenommen. Die habe ich euch jetzt erspart. Wir sind jetzt am letzten oder vorletzten Alpine. Das zeigt gleich die Zeit so ein bisschen. Je nachdem, wie lange wir anstehen. Aber wir sind ja gut in der Hoffnung, dass das der vorletzte ist. Ja, dem super tollen Namen Luge-sur-Rail Orion Express. Also fahren wir jetzt mit dem Orion Express ein bisschen. Wir gehen mal Karten kaufen und dann schauen wir weiter. Ja, es war der letzte Alpine für heute, aber ein richtig cooler. Und wie man gerade so ein bisschen gesehen hat, mit On-Ride-Foto oder On-Ride-Video, sowas mag ich persönlich immer ganz gerne. Franzi würde jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln zu Hause, das weiß ich jetzt schon. Lass mich halt nicht alleine auf Tour gehen, du weißt, was passiert, ne? Und Daniel hat mich nicht daran gehindert, also es lag an ihm. Nee, es lag an mir, egal. Spaß beiseite. Ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Nizza runter. Haben da ein paar Luna Parks vor uns und werden da definitiv jetzt mal die richtigen Achterbahnen des Tages fahren. Wobei ich Alpine Coaster als richtige Achterbahn sehe. Ist ja, ja Ermessensspielraum aller Counter. Was man jetzt als Count sieht und was nicht. Für mich sind das Counts. Punkt aus Ende. 3 Stunden Fahrt haben wir vor uns. Und dann sehen wir uns gleich aus. Was machen wir denn als erstes überhaupt? Den Frisur, glaube ich, oder? Aus dem Luna Park Frisur sehen wir uns dann gleich wieder. Und ja, bis gleich. So, endlich angekommen. Im ersten richtigen Freizeitpark, beziehungsweise zu einem Luna Park, dem antikes Land. Und was man sagen muss, wenn man ja nicht gerade vom Schlauch niedergestreckt wird, es ist extrem voll dafür, dass es so spät am Abend ist. Also wir haben es jetzt ungefähr 22 Uhr, haben jetzt hier 3 Counts zu holen. Eine wilde Maus, ein kleiner Wurm und ja, ich glaube so ein kleiner Spinner. Schauen wir mal, wie es so wird. Aber ordentlich schwül hier. Also klimatisch ist es doch schon etwas tropischer heute hier. Naja, nehme ich euch mal ein bisschen mit und dann schauen wir mal, wie es hier so wird. Geht glaube ich nicht. Brush Coaster einfach mal komplett kopiert. Das war noch nicht mal ein Gut, aber gut. Hat jetzt 4 Euro gekostet. Komischerweise gibt es hier keine Kartenzahlung. Richtig deutsche Verhältnisse hier. Wir gehen jetzt mal zum nächsten Count. Wird eine Mackie Worm. Der erste der Tour. Ach ja, und wenn ich so verballert wirke, seid mal nervös. Ich bin seit mittlerweile 26 Stunden auf den Beinen, beziehungsweise länger sogar, seit 26 Stunden unterwegs. Seit 40 Stunden auf dem Bein, also zerrt langsam an den Kräften.
Ja, ich bin durch, wir sind durch hier im Antibes Land. Es ist so ein bisschen Disneyland auf Wish. Also hast hier überall Disney-Sachen, die überhaupt nicht lizenziert sind wahrscheinlich, weil es juckt ja eh keinen. Längste Queue war tatsächlich am Geldautomat, muss man ehrlich sagen. Da stand ich, glaube ich, 20 Minuten gefühlt an, damit ich Bargeld habe, damit ich mir nicht hier bei Daniel die ganze Zeit was schnorren muss. Aber gut. Wir machen jetzt fix zum Auto zurück, gucken, was wir noch schaffen heute. Aber das Highlight wird für mich nachher ganz klar das Bett sein, weil, wie gesagt, 40 Stunden auf den Beinen, langsam merkt man es. Aber ich glaube, man sieht es auch, oder? Ja. Egal. Halbe Stunde, glaube ich, zum nächsten Point, das wird schon gehen. Ja, mittlerweile 11:45 Uhr. Letzte Station erreicht, den Lunapark Brejour, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und da stehen jetzt 4 Counts, sogar eine extreme Bahn mit dabei. Ja. Gucken wir mal, was wir da so noch mitnehmen können, ob es einen Full Count gibt. Ja, und dann neigt sich der Tag dem Ende. Ein paar Bilder blende ich euch ein. Und ja, viel Spaß damit, ne? Ja, ersten Count mitgenommen, Crazy Mouse, 6 Euro bezahlt, dafür hat sie aber ordentlich gedreht, aber glaube ich gerade auch im Video gesehen. Wir gehen jetzt mal zu Magic Mountain. Ich weiß ehrlich gesagt den Hersteller nicht, ich weiß nur, dass es eine Invasion hat und dass es heute tatsächlich mal ja noch einen extremen großer gibt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht an den ganzen Alpines. Von daher, ja, wobei ich glaube, wir nehmen erstmal die wilde Maus, sage ich, erstmal noch den Wacky Worm mit, weil den haben wir auch schon bezahlt für 2,50 Euro oder 2 Euro. Preise sind ein bisschen unterschiedlich. Ja, schauen wir mal. Also, ich habe mal gesagt, King auf dem französischen Rummel schlägt wie eine Sau. Das Teil hier, Kategorie Rummelboxer des Jahres 2024, ganz klar gewonnen. Aua, ich habe ganz rote Ohren, aber naja. 7 Euro für einen Satz rote Ohren, ich war dabei. Ihr habt es ja, glaube ich, auch gerade gesehen im On-Ride, die Kamera ist verballert worden, also ja. Naja, 2 sind noch offen, die nehmen wir jetzt auch noch mit und... Ja, ich brauche, glaube ich, ein Ibuprofen. Ich habe Kopfschmerzen. Ah. Ja, wir sind fertig im letzten Park des Tages und damit sind wir auch am Ende angekommen. War ein langer Tag, aber ein erfolgreicher Tag. Ich glaube, 14 Counts sind es insgesamt geworden. Aber mit verdammt vielen Kilometern. Ich glaube, wir sind das gleiche, kann man sagen, fast schon an Kilometern gefahren. Also, ja, ich glaube, 2000 sind es locker gewesen heute. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wobei, könnte hinkommen, oder? 2000 Kilometer für 14 Counts kann man mal machen.
Highlight heute definitiv der überteuerte Tunnel für knapp 60 Euro. Negativ-Highlight ganz klar vorhin dieser Magic Mountain. Also das Teil brauche ich nicht nochmal. Einmal gecountet und nie wieder. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.